Hey meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start mit einem neuen Part von Guardian Tales. Wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt und dieses Spiel genauso toll findet wie ich, erzählt euren Freunden davon, lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar. So, meine Gilde ist jetzt öffentlich, jedenfalls von meinem Punkt her, dass ich den Leuten jetzt Bescheid gesagt habe. Wenn das Video hochgeladen ist, ist die Gilde wahrscheinlich schon 10-mal voll oder so, I don't know. Jedenfalls haben wir im letzten Part Welt 1.7 abgeschlossen und dementsprechend wartet nicht mehr viel auf uns und wir haben, fast alles abgeschlossen. Und es gibt einiges zu tun, also wir wollten die letzten Aufgaben hier noch machen, also die Nebenaufgaben und dann Welt 1 abschließen, dass wir in Welt 1.2 kommen. Ich habe aber hier gesehen, dass uns noch ein paar Sachen fehlen, um dieses Kostüm freizuschalten. Also anscheinend gibt es noch ein paar Sachen, die wir verpasst haben, das schauen wir nachher nach. Und wir könnten gratis beschwören. Also wir haben ein 10er-Pack bekommen nach der ersten Welt, was ziemlich schick ist. Das heißt, wir könnten eigentlich das hier machen oder wir nehmen mal 10 Ausrüstungen, was auch ziemlich nice wäre. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ich weiß es nicht. Also wir haben ja auch genug Kristalle und ich muss ja sowieso irgendwann mal die Ausrüstung machen, aber ehrlich gesagt, ich bin scharf auf Helden. Deswegen machen wir jetzt als erstes die 10er Heldenbeschwörung. Und beim nächsten Mal, wahrscheinlich dann mit den Kristallen, hole ich mir die Ausrüstung. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los mit dieser Beschwörung. 3, 2, 1, let's go, Baby! Wir nehmen kostenlos. Und ich bin sehr gespannt, was hier rauskommen wird. Ich hoffe ja ein schickes Monster. Unterschrift. J7. Wow, wonderful. Das sieht eher aus wie ein Z. So, Soldaten Jan. Sieht nicht so gut aus diesmal. Geisterwache, okay. Favi. Ich glaube, wir kriegen nichts. Dragon. Sonst beim letzten Mal kam ja direkt irgendwie so ein Special Screen, als wir das Net 5 bekommen haben. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich wollte es nur mal zum Anfang mal ganz kurz machen. Kriegen wir heute nur so ein paar normale Dudes. Und ja, zwei seltene. Ich denke, es ist in Ordnung. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein hübsches Girl oder so. Ich meine, das kostet 2700. Wir hätten Chance oder genug Kristalle, um das hier nochmal zu machen und um die Ausrüstung zu machen. Aber da, ja, das machen wir dann demnächst. Ich wollte das nur mal ganz kurz machen, dieses Gratis-Pack. Und euch zeigen, dass ich nicht so viel Glück habe, dass ich immer ein Net 5 bekomme in allen möglichen Spielen oder so. Okay, ich würde sagen, wir beginnen mit dem hier, was wir freigeschaltet haben. Der unbekannte Dungeon. Da bin ich sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Let's go. Mal sehen. Unbekannter Dungeon. Oh, das sieht aus wie unser Turm so ein bisschen, ne? Also, das erinnert sehr stark an den Turm. Das ist genau das gleiche Design wie unser Turm. Bin mal gespannt, was hier genau auf uns wartet. Also keine lilanen, keine gelben. Oh, shit. Dafür zwei Schatztruhen. Mal sehen. Hier haben wir jetzt auch aktuell keine Story oder so. Ich bin allgemein gespannt, wie es weitergeht mit der Welt jetzt hier und wie Welt 2 aussehen wird. Und was wir, oder wo wir, das ist zu schwer, um es anzuheben. Oh. Und wo wir die ganzen Sachen verpasst haben, weil ich bin so irritiert, dass wir da noch so einige Sachen offen haben, die wir anscheinend irgendwie noch nicht gefunden haben. Da habe ich keine Ahnung, woher das, wo wir die Sachen noch finden würden. Bin mal gespannt, da suchen wir auf jeden Fall gleich mal, ob wir da noch irgendwie ein paar Sachen übersehen haben. Also klar, hier die Welt. Und dann haben wir ja noch ganz am Anfang diese Welt mit 30er Monstern, die wir direkt gemieden haben. Oh, da redet einer. Nutzerautorisierung abgeschlossen. Videoaufnahme. Kann im Geist, was Gasthaus in Himmelsfeste abgespielt werden. Okay. Finde es aber gut, dass hier so viele versteckte Sachen sind und dass man so viel, das können wir alles kaputt machen, und so viele Möglichkeiten hat, die Welt zu erkunden. Das ist so cool. So cool. Schatztruhe! Yeah! Was kriegen wir jetzt? Ein Schwert. Ist das ein gutes Schwert? Hohes Schwert, okay. Keine Ahnung. So, dann sind wir hiermit fertig, gehen wir aus der Welt raus und hüpfen direkt ins nächste Abenteuer. Heute machen wir das Ganze mal ein bisschen flotter, weil wir ja einiges vorhaben und diese Welt gerne heute abschließen würden. Also das ist mein Ziel, dass wir heute die Welt abschließen.
Ich hoffe, das klappt auch. So, wir haben jetzt hier den Stern auf jeden Fall bekommen. Okay. So. Und dann heißt es als nächstes hier reinzuschauen. Ich habe Angst ein bisschen. Wir sind im nachteiligen Element und Monster Level ist 30. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hart wird. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten Herausforderung. Es gibt eine Truhe. Es tut mir leid, Prinzessin. Ich verstehe. Ich werde die volle Verantwortung übernehmen. Denkst du nicht, da hängen etwas... Das Hängen etwas Extremes? Was bist du mir hierher gefolgt? Es ist Zeit für dich zu schlafen. Oh oh, mysteriöse Ritterin. Sie sieht sehr mächtig aus. Sie ist auch wahrscheinlich sehr mächtig. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Naja, okay, wir machen schon extrem viel Schaden. Wir sind gut. Mittlerweile muss ich sagen, wir sind ziemlich gut geworden. Ist auch ganz praktisch, dass wir hier, obwohl wir Faustkämpfer sind, irgendwie so... Naja, unglaublich, dass es in diesem Drecksloch noch Ritter wie dich gibt. Auf Distanz gehen können, das wollte ich sagen. Allerdings kann ich nicht so untergehen. Ehre dem Ra-Imperium! Zack, ist sie weg. Okay. Also so Fernkampfangriffe haben. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe. So, das haben wir abgeschlossen. Okay. Sehr gut. Wir sind weiterhin ein cooler Abenteurer und haben die Karte bekommen. Das ist gut. So, das zählt aber trotzdem nicht als Truhe. Also weiter geht's. Schauen wir mal nach da oben. Oder ist da direkt die Truhe? Da ist direkt die Truhe und dann geht's weiter. Wo sind denn die anderen Sachen? Wie konnten wir da so ein paar Sachen übersehen? Das frage ich mich ehrlich gesagt. Dunkler Ritter. Gehen wir jetzt, machen wir die, also Main Story folgen wir jetzt. Also wir müssen jetzt zum Gasthaus zum Schluss. Da geht's jetzt wahrscheinlich auch dann in Welt 2, aber... Ich frage mich, was wir übersehen haben. Ich habe ja in jeder Welt eigentlich immer jeden angesprochen, habe versucht, so gut wie möglich jeden Geheimweg zu folgen. Das Schlimmste fand ich halt das Labyrinth. Das war auch wirklich hart, da alle Sachen zu finden, aber da haben wir ja eigentlich alles gefunden. Gehen wir mal hier rein und schauen mal, ob uns irgendwas fehlt oder ob wir dann alles freischalten. Wir sind also zurück an diesem alten Gasthaus. Wo wir nie reingekommen sind bisher. Ja. Wie finden wir den neuen Weg? Ich würde sagen, wir gehen mal durch die Tür rein, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir bitte ins Haus gehen? Oh mein Gott. Unmöglich. Sind das... Invasoren, sie müssen uns gefolgt sein. Oh boy, die sind Gott sei Dank easy. Trotzdem. Es kommen immer mehr. Was, du willst, dass ich Tränke finde? Okay, verstanden. Was für Tränke überhaupt? Gehen wir auch ins... Wir können immer nicht ins Haus, das kann doch nicht wahr sein. Kommen wir nie in das Haus rein, wenn wir nie erfahren, wie es darin aussieht? I don't know. Diesmal gibt es keine gelben, keine lilanen, keine Schatztruhe. Wir müssen einfach nur die Gegner bezwingen. Okay. Das ist nicht gut, wenn die in mir drin spawnen. Das ist nicht so angenehm. Jennifer Seven ist noch unschuldig bisher. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. So, gibt eh nicht viele Wege, die wir hier gehen können. Ist alles abgesperrt. So, Leute, geht weg von mir. Wir mögen keine bösen Fremden, die uns schaden wollen. Wir sind ganz lieb und unschuldig und... Oh boy! Minotaurus. Tja, nicht so sick, wie du aussiehst, Junge. Wir sind stärker. Wir sind Jennifer Seven. So, okay, das war gut. Oh, noch mehr Gegner. Ich hätte nichts sagen sollen, ne? Oh oh. Oh oh. Oh, jetzt sehen wir, wie es dringend aussieht. Oh, ist das eklig. What? What? Ich dachte, es wäre Schleimcreme. Dabei ist das... Oh, no. Ja! Meine Eltern, ey. ist ein Mensch da drin. What? 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 Du übertreibst es etwas, oder? Du bist...
Wie wäre es, wenn wir uns darauf konzentrieren, was als nächstes zu tun ist? Oh, okay. What? Ein Schiff? Steh nicht nur da und schau zu, benutze es. Okay, okay. Ja! Ja. Jennifer 7! Zum Gasthaus! Wir fliegen los! What? Fliegen wir wirklich los? Muss aber einer laut geschrien. Wow! Das war aber Präzision. Hoch 10 Millionen. Können wir die Gegner besiegen? Ja, okay. Komm, wir besiegen die, ne? Besiegen wir die? Geht's auf Zeit? Glaub nicht, ne? Also deswegen. Warum nicht? Wir können Erfahrung und Geld gebrauchen. Die Welt geht unter, wir werden fast getötet, aber komm, wir kämpfen noch gegen alle möglichen Gegner, weil wir Bock darauf haben, um mehr Geld zu sammeln. Das ist immer so die Sache, wenn die Welt untergeht, braucht man dann Geld? Nein, aber wir sind Jennifer 7, wir sind einfach stark genug, wir können uns am letzten Tag sowas überhaupt noch leisten, das überhaupt zu wagen. So, goodbye. Ich meine, die sind ja ganz, ganz easy, Gott sei Dank. Und wir sind angekommen. What? 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 Lebt das Haus? Ist ein Flughaus? Was? Okay. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Jennifer 7. Jennifer 7. Oh, hello. Grüß dich zusammen! Sorry, ich liege auf dem Dach in 1000 Meter Höhe. Ich kriege keine Luft, ich erfriere. Und ich habe Angst runterzufallen. Ich habe Höhenangst. Hilfe, wie bin ich hier hochgekommen? Könnt ihr mich runterholen? Du bist wach. Sie will fliegen. Du hättest mich auch drinnen schlafen lassen können? Schau dort. Hallo? Ich weiß einfach nicht, wie die heißt. Ich habe den Namen vergessen von der Kleinen. Oh oh. Oh oh. Boah, das Spiel ist so krass, ne? Die Story gefällt mir so gut. Wow, ein Himmelsschloss. Ich frage mich, wie was wir in Welt 1 vergessen haben. Wo finden wir die anderen Sachen? Das wird ganz spannend, das herauszufinden. Oh, das ist unsere Docking Station. Wie für uns gemacht. Wo sind wir? Oh. Invasoren erkannt. Beeil dich, zieh dein Schwert. Achso, beeil dich, zieh dein Schwert. Was? Bereit zu schießen. Jetzt. Das Champignon-Schwert. Ja, das Champignon-Schwert. Ich hätte jetzt einen Augenblick erledigt, wenn ich es selbst gemacht hätte. Das ist die Himmelsfeste, ein fliegendes Schloss, das von den alten Kriegern erbaut wurde. Das sind Androiden, die erschaffen wurden, um dieses Schloss zu verwalten. Oh, die gehen. What? Jetzt schau da drüben. Meine Stimme ist schon fast weg. Okay. Bärens. Himmel zerstört. RIP. Oh, unsere Karte wurde erweitert. Yay, Welt 2. Welt-Titen-Königreich wurde freigeschaltet. Okay. Folge den Lichtern, sie werden dich zu den Champignons führen. Woher weißt du das alles? Mein einziger Zweck ist es, die Invasoren auszurotten. Verdächtig. Es ist auch nicht gerade so, dass ich mit euch befreundet sein möchte. Ah ja, okay. Wie auch immer, jetzt können wir genauso gut zusammenarbeiten. Ja, komm. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich bin immer zu nett, ne? Also, ich hätte ja auch rauswerfen können. Die hat uns ja betrogen. Und so, also eigentlich wäre sie nicht so mein Favorit geworden, weil Lorraine war nett. Und dann hat sie mich so hintergangen, dass sie, naja... Jeder hat seine Gründe, also wahrscheinlich hat sie auch ihre Gründe und
Naja, ich glaube nicht, dass sie. Naja, vielleicht ist sie. Also, ich weiß nicht, ob sie ein schlechter Mensch ist. I don't know. Wir sind weiterhin coole Abenteurer, Gott sei Dank. Wir sind sehr coole Abenteurer. Wer würde jemals daran zweifeln? Wir sind die coolsten Abenteurer, die es gibt. So, Gruppenmax Level 35, Gruppenmax Größe 3. Amazing. Es wird Zeit für ein Female Net 5, please. Das dauert noch ein bisschen. So, das haben wir abgeschossen. Yay, yay. Welt 2 ist frei. Hier. Aber das machen wir jetzt nicht. Was zum Teufel fehlt mir hier? Wo kriege ich die anderen zwei Charakter her? Wo kriege ich den Nebenabschnitt her? Und wo kriege ich die drei Quests her? Wo bitte? Also Sternstück und Lila Münzen habe ich alle gefunden, aber Nebenabschnitte fehlen mir noch und Quests fehlen mir noch. What? Kann mir einer helfen? Wahrscheinlich, bis das Video draußen ist, habe ich das hoffentlich gefunden. Aber wie bitte? Wo habe ich hier irgendwas übersehen? Wir haben ja wirklich alles sehr ausführlich gemacht. Und es gab ja nicht wirklich viele Geheimsachen hier. Ich bin ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Aber I don't know. Ich werd mich umschauen und werde es euch im nächsten Video berichten. Und bin sehr gespannt, was denn noch auf uns wartet in der ersten Welt, weil ich habe keine Ahnung, wo da irgendwas noch sein sollte. Naja, wir werden es herausfinden, beziehungsweise ich werde es herausfinden und euch dann mitteilen. So, ich bringe uns mal auf Level 35, Erfahrung haben wir ja genug. So, und ja, die anderen lasse ich erstmal. Naja, ich bin gespannt, ich werde euch berichten. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sehen uns dann bald wieder und ja, drückt mir die Daumen, dass ich das finde. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe was gefunden. Ich bin die ganzen Welten nochmal durchgegangen und in Welt 2 habe ich direkt was entdeckt. Erinnert ihr euch an die Schmetterlinge, die wir hier gesehen haben? Die haben mich hier hingelockt und hier unten war ein Geheimgang mit einer Karte, die ein neues Gebiet freischaltet und das machen wir jetzt noch ganz schnell zusammen. What? Ich kann nicht nochmal. What? What? Was? Egal, darum kümmern wir uns im nächsten Video. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir machen jetzt versteckter Blumengarten. Oh. Ja, dann wird das Video noch ein bisschen länger. Ich habe zwar schon die Verabschiedung aufgenommen, aber ich denke, das kann ich noch da irgendwie einbauen. Wer bist du denn? Kannst du nicht sehen, dass ich hier ein Nickerchen mache? Geh weg und hör auf, mich zu nerven. What? Zum zweiten Mal nerv nicht, zum dritten Mal nerv mich nicht. Zum vierten Mal nerv mich nicht. Beim sechsten Mal gibt die mir eine Quest. Zum vierten Mal. Was ist das sechste Mal? Du bringst mich ganz durcheinander. Egal, nerv mich nicht mehr. Hör auf, wenn du es nicht bereuen willst. Das ist das letzte Mal, dass ich warne. Das ist wirklich. Das ist. Oh, wow, ganz schön stur. Du bist sturer als ein Kobold. In Ordnung. Du willst eine Quest, richtig? Ich liebe Menschen-Comics, aber ich kann nur darauf finden. Sie heißen die Legenden von. Hyper. Okay. An und die Kamera des Schreckens. Und die Chroniken von Kaden. What? Also das ist deine Quest. Kannst du sie alle finden? Yes. Wir haben eine neue Quest. Yay. Aber wo finden wir denn die? What? Wo finden wir denn bitte die ganzen Dinger? I don't know. I don't know. Well, I don't know. What? Wo denn bitte? Ich weiß es nicht. Sind die alle in dieser Welt? Weil muss ich dann jede Map nochmal durchgehen irgendwie? Also mir fehlen noch immer. What? Zwei Quests fehlen noch und zwei Dudes. Aber wie schließe ich das denn jetzt ab? Wie finde ich das? Ich bin da immer überfordert, aber tja, wir haben einiges geschafft. So, jetzt aber bis dann. Wenigstens haben wir das schon mal geschafft. Bei dem Rest gucke ich noch. Bye bye.